Herzlich willkommen zu Wie wir wirken. Ich bin Annika Lenke vom U-Institut für unternehmerisches Denken und Handeln e.V. Im vergangenen Jahr haben wir Innotiv ausgebaut, das Netzwerk der Kultur- und KreativpilotInnen Deutschland. Ein Schwerpunkt, mit dem sich unser Netzwerk gerade auseinandersetzt, ist unternehmerischer Impact. Immer mehr UnternehmerInnen wollen über ihre wirtschaftlichen Ziele hinaus wirksam werden. Wir wollen wissen, wie sie das machen. 8 kurze Folgen lang gehen wir dieser Frage auf den Grund. Heute Folge 2. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen? Und nicht nur ein Unternehmen, sondern auch noch eines, das gesellschaftlichen Impact hat. Das wollte ich dieses Mal von meinen Gästen wissen. Wie ging das damals eigentlich los bei euch? Was hat euch auf die Idee gebracht? Woher habt ihr den Mut genommen? Antworten bekommen wir heute von Sema Gedik, die Kleidung für kleinwüchsige Menschen entwirft und sich mit ihrem Label Auf Augenhöhe für gleichberechtigte Teilhabe und Diversität in der Modewelt einsetzt. Arvid Bünning, der das Startup Amberskin gegründet hat und zusammen mit seinen KollegInnen eine vegane Lederalternative entwickelt. Chris Pöhlmann, dem es um das Recht jedes Menschen geht, sich zu waschen. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen GoBanyo GmbH, deren Duschbus in Hamburg zu obdachlosen Menschen fährt. Und Manik Chandler, die zusammen mit Melissa Manrique My Migrant Mama gegründet hat, um Migration als Superpower zu feiern. Hi, ich bin Sema. Ich bin Gründerin von Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe ist das weltweit erste Modelabel für kleinwüchsige Menschen. Und wir setzen uns jetzt seit mehr als 10 Jahren für eine inklusive Modewelt ein. Ich habe Modedesign studiert an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin und habe mich irgendwann während meines Studiums gefragt, was überhaupt mein Platz in dieser Industrie sein soll, weil ich relativ schnell begriffen habe, dass das, was ich eigentlich mache, gar nicht dem entspricht, was ich machen möchte, nämlich kurzzeitige Kollektionen rausbringen, innerhalb von kürzester Zeit Produkte zu kreieren, die überhaupt nicht gebraucht werden, die nächste Designerbluse zu entwerfen und das nur weitermache, wenn ich ein Thema finde für die Industrie, das historisch gesehen schon immer ignoriert wurde. Und das habe ich einfach nur so. Und so bin ich halt auf meine kleinwüchsige Cousine gekommen, die genauso alt ist wie ich. Und wir haben in den Sommerferien 6 Wochen immer Urlaub in der Türkei gemacht. Und ich wusste immer, dass meine Cousine und ich einen unterschiedlichen Zugang zu Mode und Bekleidung haben. Ja, es ist tatsächlich ein Irrtum zu behaupten, dass zum Beispiel kleinwüchsige Menschen in der Kinderabteilung ja einkaufen gehen können. Dass kleinwüchsige Menschen, also mit der zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Kleinwuchsformen. Und ich spreche in unserem Gespräch vermehrt über die Kleinwuchsform Achondroplasie. Das ist die häufigste Kleinwuchsform, die auch meine Cousine ist auch eine Person mit Achondroplasie. Und da ist es halt so, dass die Körpergröße eines Kindes, eines 8-jährigen Kindes im Durchschnitt, in Deutschland zum Beispiel, entspricht. Aber die Körperproportionen sind ja gar nicht die Proportionen eines Kindes, sondern Personen mit Achondroplasie haben einen ausgeprägten Gesäßumfang, im Vergleich zur Taille zum Beispiel. Kurzum, die Proportion einer kleinwüchsigen Person entspricht nicht die eines Kindes. Und deswegen gehen sie in konventionellen Erwachsenenabteilungen einkaufen und lassen es dann umändern beim Änderungsschneider zum Beispiel. Aber ich habe halt verstanden in meiner Recherche, auch als ich auch angefangen habe, mit kleinwüchsigen Menschen weltweit zu sprechen, dass das wirklich ein Thema ist, das komplett ignoriert wurde. Damit meine ich, ein Konfektionsgrößensystem zu entwickeln, Schnittkonstruktion zu entwickeln, Produkte zu entwickeln und zu produzieren, Kampagnen zu organisieren, also die Visibilität und Sichtbarkeit, in dem Fall kleinwüchsiger Menschen, dass es einfach überhaupt nicht in der Industrie stattfindet. Und die Mission von Auf Augenhöhe ist es von Anfang an Tag 1 gewesen, dass wir gemeinsam mit der Community, also in dem Fall mit kleinwüchsigen Menschen zusammenarbeiten, vom ersten Designprozess an. Die Mission von Auf Augenhöhe hat mit kleinwüchsigen Menschen angefangen. Mission ist es aber von Tag 1 gewesen, sich für eine inklusive Modewelt einzusetzen.
Ich bin Arvid und ich habe vor einigen Jahren schon mit meiner Mitgründerin Michelle zusammen Amberskin gegründet. Das ist ein Biotechnologieunternehmen, das an einer nachhaltigen Lederalternative forscht. Das Ziel von Amberskin ist es, langfristig die Produktion und Nutzung von tierischem Leder unnötig zu machen. Und das Ziel wollen wir erreichen, indem wir eine Alternative schaffen, die so gut oder besser ist, wie das, was es jetzt gibt. Ich lebe aber schon seit nochmal einigen Jahren länger vegan selber. Und die meisten anderen im Team auch vegan, vegetarisch und bringen die dementsprechenden Überzeugungen mit. Und dadurch war auf jeden Fall das an erster Stelle. Und das Unternehmen gegründet haben ja Michelle und ich, die angefangen haben, irgendwann die ersten Versuche zu machen, tatsächlich noch im WG-Zimmer damals. Und dann waren wir irgendwann bei einem Braunschweiger-Event in einer Bar, die vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird, wo dann als Event war, gründe dein eigenes Social Startup von zwei Leuten aus Braunschweig, die auch im Rahmen meines Masterstudiengangs aktiv waren, bei dem es ja, wie gesagt, um gesellschaftliche Transformation geht. Und Michelle und ich hatten vier Ideen, die uns alle irgendwie gleichermaßen interessiert haben. Und dann saßen alle Leute um uns rum und haben gesagt, ja, ist alles nett, aber das eine da, das ist das, was ihr machen müsst. Das ist das, was wirklich was bewegen kann. Und dann haben wir da an dem Abend noch viel mit den Leuten drüber gesprochen und uns daraufhin dazu bewegt, uns bei einem Braunschweiger Startup-Accelerator zu bewerben. Und haben da eine Präsentation für vorbereitet, was wir aus dem Studium auch schon kennen. Und haben das da vorgestellt und sind da aufgenommen worden in der vierten Runde und haben da jede Menge gelernt. Und waren da einfach dann, ich glaube, 3 Monate, glaube ich, jede Woche mindestens, also einen Tag komplett und den Rest der Zeit freiwillig vor Ort und haben halt mit den anderen 5 bis 7 Startups uns beraten und haben dadurch einfach sehr schnell sehr viel Feedback bekommen, haben jede Woche wieder neu gepitcht, haben jede Woche wieder neu unser Geschäftsmodell überarbeitet und dadurch sehr viel gelernt. Und ich glaube, ab dem Punkt haben wir uns auch als Unternehmen verstanden, als angehendes. Mein Name ist Chris Pohlmann, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisation Gubanio. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die sich 2019 gegründet hat und wir betreiben Hygiene- und Sanitärangebote für Menschen, die auf der Straße leben müssen. Das machen wir aktuell mit einem Duschbus. Das ist ein ausrangierter Linienbus, in dem wir 3 komplett ausgestattete Badezimmer gebaut haben, eine Toilette, Waschbecken, Dusche. Und dieser Bus fährt an verschiedene Orte und da können sich Menschen eben, die auf der Straße leben müssen, waschen, auf Toilette gehen, haben ein bisschen Zeit und Ruhe und im Winter auch mal Wärme von der immer öffentlichen Straße, bekommen immer frische Unterwäsche, Socken und T-Shirts und Pflege- und Hygieneprodukte. Banyo ist in dem Fall das türkische Wort für Badezimmer, aber es heißt, also es ist phonetisch in ganz vielen europäischen Sprachen verständlich, Banyo, Banyero und so weiter. Und Go steht eben für den mobilen Ansatz, also Go Banyo, um auch eine Sprachbarriere wegzunehmen, weil wir könnten auch der Duschbus nur draufschreiben und dann erreichen wir natürlich alle Menschen, die Deutsch sprechen, aber eben viele andere nicht und wir hoffen, dass mit Go Banyo ja einfach eine internationale Verständlichkeit eher gegeben ist. Der Initiator ist Dominik Bloh. Dominik hat selber über 10 Jahre auf der Straße gelebt. Er hat im Rahmen der großen Geflüchtetenwelle 2015 dann selber ein Engagement gefunden bei Hanseatic Help, hat dadurch den Weg zurück in die Wohnung geschafft, also von der Straße wieder in eine Wohnung, hat ein Buch geschrieben und ist Bestsellerautor geworden und hat gesagt, er möchte somit der Stadt oder den Menschen etwas zurückgeben. Und für ihn war auf der Straße Hygiene immer ein Thema. Er sagt, wenn ich kein Geld habe, wenn ich nichts zu essen habe, wenn ich keine Wohnung habe, das sind am Ende Dinge, die mache ich mit mir selber aus. Das sieht niemand, aber wenn ich dreckig bin und wenn ich stinke, führt das zu Reaktionen. Menschen wenden sich vielleicht ab, rümpfen die Nase, das macht was mit meinem Selbstwertgefühl. Also er sagte, wer immer wie Dreck behandelt wird, der fühlt sich auch irgendwann wie Dreck. Also ich bin Manik und ich sage ganz selten meinen Nachnamen. Also Manik Chanda wäre der ganze Name. Wir arbeiten mit dem migrantischen Du bei My Migrant Mama. Und My Migrant Mama feiert Migration. Wir wollen das Narrativ rund um Migration ändern, weil wir sind selber Kinder von MigrantInnen und haben schnell gemerkt, dass es total negativ behaftet. Nicht nur für uns Kinder von MigrantInnen, aber auch in der Gesellschaft. Und das wollen wir ändern. Und das machen wir mit Produkten, die von MigrantInnen für MigrantInnen entwickelt werden. Wie unser Buch. Ich bin 34 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus Indien, aber ich bin in Deutschland geboren, in der Nähe von Frankfurt am Main, dem einzig echten Frankfurt, und habe dort dann Wirtschaft studiert, Bachelor und Master, und habe im Auslandssemester von meinem Master in Mumbai Melissa kennengelernt, meine Mitgründerin, die zeitgleich in Kassel ihren Master gemacht hat. Also wir waren irgendwie 50 Kilometer auseinander, hätten uns immer nie kennengelernt. Und als wir uns dann in Mumbai kennengelernt haben, haben wir total schnell uns darüber verbunden. Wir haben beide Migrant Mamas und wie besonders das ist. Und dann habe ich das Gefühl, mit ihr noch am ehesten über dieses Thema sprechen zu können,
guck mal, jetzt sind wir hier im Ausland und leben wie MigrantInnen und es ist so anstrengend, obwohl wir ein International Office haben, Englisch sprechen können, Smartphones haben und trotzdem ist alles so anstrengend. Und dann bin ich so zu Melissa, wie kann das sein, dass unsere Mütter das gemacht haben, als sie noch ja eigentlich Kinder waren? Mit Melissa hatte ich das Gefühl, kann ich das besprechen? Ich hatte das Gefühl, mit Menschen, die gar keine Migrationsgeschichte haben, die verstehen halt diesen Twist nicht. Dieses, wie kann es sein, dass unsere Eltern das gemacht haben und ich komme jetzt nicht klar mit viel mehr Ressourcen als meine Eltern? Und Melissa hat das sofort verstanden. Und es ging so darum, ey, unsere Mamas sind so krass. Und eigentlich wollten wir unser Unternehmen auch nennen, My Migrant Mama is much cooler than yours. Melissa hat dann gesagt, ja, meine Mama hat einen PhD. Und ich so, ja, My Migrant Mama is much cooler than yours. Hat vielleicht nur einen Master, aber die hat mir mein komplettes Studium finanziert, während andere nebenbei arbeiten mussten. Aber oft hatten wir dann Gemeinsamkeiten. So, ja, meine Mama auch. So, wir waren so, irgendwann hatten wir so Thesen aufgestellt. Migrant Mamas sind immer klein und süß und super Köchinnen. Also das war so Minimum-Basis, auf die wir uns geeinigt hatten. Und wie das halt so ist, man taucht diese Geschichten aus, diese Anekdoten aus und dann war so, ey, wir müssen ein Buch schreiben. Wir müssen ein Buch schreiben und diese Geschichten erzählen, weil es ist einfach so lustig, es ist so interessant und es ist auch so schön zu sehen, dass wir jetzt stolz sind, Migrationsgeschichte zu haben und auf unsere Mamas. Aber wir müssen halt zugeben, dass wir als Kinder uns geschämt haben und dass wir auch wissen, dass unsere Mamas das definitiv mitbekommen haben und dass uns das so leid tut und wir uns wünschen würden, dass Kinder mit Migrationsgeschichte früher als wir stolz sind. Dass sie nicht brauchen, bis sie Mitte 20 sind, sondern schon als Sechsjährige sagen, ey, meine Mama spricht zwei Sprachen und kocht, keine Ahnung, drei verschiedene Küchen. Die hat so viel mehr geleistet. Dann haben wir halt uns hingesetzt und überlegt, okay, wie soll dieses Buch aussehen? Und uns war von Anfang an klar, wir wollen nicht nur Melissas und meine Geschichte erzählen, wir wollen die Geschichten von mehreren Frauen erzählen. Also wir wollten gleich das Gefühl haben, es gibt so viele Migrant Mamas und alle sind Superstars. Und deswegen war ich so, okay, nee, mein Migrant Mama muss es sein. Vor allem, weil ich gedacht habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann werde ich so mein Leben lang allen Leuten erzählen, ach, damals, My Migrant Mama, wir hatten da so eine super Idee, das wäre ja so groß geworden und das wollte ich nicht. Das war Wie wir wirken, Episode 2. Danke fürs Zuhören. In 2 Wochen erscheint die nächste Folge. Einen Überblick über die ganze Serie und ihre Erscheinungstermine findet ihr auf www.kultur-kreativpiloten.de/innotiv. Bis zum nächsten Mal.